All Joa gëtt zu Cannes en nowes Produzent pro Land ausgezeichnet. Fir rund 2 Joer war dat fir Lützeburg de Bernard Michaud. Et war auch zu Cannes, wo de Bernard Michaud die neidisch Kontakte gemacht huet fir den Film, den Hienlo produziert. Der Runway as eng irisch Lützeburger Co-Produktion, die op enger realer Geschicht basiert. Zara Catani war um Tournage am Studio zu kontern. Ein südamerikanischer Pilot hat 1983 müssen an einem kleinen irischen Dorf notlanden. Gegen alle Erwartungen setzen sich da wohl zusammen, für ihm zu helfen, an dem sein neues Startbund bauen. Also die realen Fakten. Der junge irische Regisseur, Ian Power, zeigt Geschichte aus der Perspektive von einem kleinen Jungen, den ohne Pop abgewiesen ist. Den Menschen, der am Dorf von Spanisch kann, wie der Pilot nicht Spanisch kann, ist ein kleiner Junge, der meint, sein Pop wäre Spanisch, ja. An hier übersetzt dann den Anwohner vom Dorf, was ein bisschen geschieht ist. Und übersetzt auch nicht immer ganz richtig, mehr so wie hier nicht viel richtig findet. Und so wie hier den Kollegen, den Pilot nicht will verlieren, meint, das wäre am besten für hier. Für die Rolle vom kleinen Jungen sind über 3000 Kanner in Irland während einem Jahr gecast gehen. Der Pilot wird vom mexikanischen Schauspieler Damien Bichir überholt, den am Steven Soderbergh singen Che, der Fidel Castro, gespielt hat. Dabei sind aber auch sowohl irisch wie Lützeburg Akteuren, und auch die Crew vom Film ist ganz gemischt. Am Ganzen dauert den 3-7 Wochen davon eine Feier zu Lützeburg. Zu Lützeburg drehen wir für alles, was spannend ist, am Haus. Da sind wir heute am Studio, wir haben heute das Haus eben noch gebaut. Und in Irland drehen wir dann auf die Straßen, an der Bausen. Wir trotzdem drehen wir haben heute auch ein paar Sachen da draußen gedreht, wie zum Beispiel den Dubliner Flughafen am College. Oder wir drehen noch ein kolumbianisches Min, drehen wir zu Bärdorf an den Höhlen. Also so, dass wir aber trotzdem noch etwas abfallen gelassen. The Runway aus dem Ian Power sein erster Longmetrage, die er dafür hatte für 4 Jahre. Das in den Szenario zu Lützeburg ging umsetzen, hat er aber nicht erwartet. An meiner Naivität habe ich gedacht, weil Lützeburg ein kleines Land ist, wie hier alles urbanisiert. Ich konnte überhaupt nicht leben, wo ich hier war, dass so viele mehr Drehplätze da sind, die ausgesehen wie Irland und sogar Kolumbien. Wir konnten demnach hier Bausenszenen filmen und das fand ich immens. Das klingt vielversprechend. The Runway kommt nächstes Jahr an Irland und dann hoffentlich auch hier heraus. Chris, wonder if you could borrow the nets. An so weit für die Journal, gucken wir nach, wie es mit dem Wetter weitergeht. Und noch fahren wir auf 3 Räder, und wir gehen wie gewinnt an Naturkacheln.